Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal mit mir, Carmen Richter. Und ja, jetzt füge ich mein Punktebestellungsvideo hinzu vom Juni 2022. Ja, ich habe das schon mal geöffnet und ja, können wir eigentlich gleich loslegen. Wer meine Videos schon kennt und noch nicht abonniert hat, bitte einmal abonnieren und liken und am besten dann auch, wenn es soweit ist, kommentieren. Wer meine Videos noch nicht kennt und sich aber für Young Living Produkte und Informationen und Beratungen und so weiter informieren möchte, inspirieren lassen möchte, der findet auf meinem Kanal in der Playlist Young Living ALS Bestellungen über meine monatlichen Unpacking Bestellungen sehr viele Videos. Ich habe gerade eins wieder fertiggestellt vom Juni 2022. Und ihr findet natürlich auch die Punktebestellungsvideos in einer gesonderten Playlist und noch diverse andere Young Living Themenbereiche, Küchenöle und so weiter. Da könnt ihr wunderbar rumstöbern. Und ansonsten für die Gesundheitsbewussten im Allgemeinen, im holistischen Sinne, da habe ich weit und breit ganz viel breit gefächerte Themen auf meinem Kanal. Also es gibt wirklich diverse Playlists und viele, viele, viele Videos. Und da könnt ihr überall schön reinschauen und auf Instagram und auf diversen Social Media Plattformen bin ich auch vertreten. Ihr könnt gerne anfragen, wenn ihr da ja, die Links dazu haben wollt. Okay, ich lege einfach mal los. Wenn es euch also dann gefällt, liked gerne. Vergesst das nicht. Das hilft mir auch sehr bei der Reichweite. So, ich habe hier ein Röhrchen mit zwei Ölen rausgeholt und ja, die habe ich also bestellt sozusagen von meinen Punkten. Ich sammle bei Young Living Punkte dadurch, dass ich monatlich bestelle. Wer es noch nicht weiß, ja, dann sammelt man eben Punkte, ne? Und dann kann man die dann irgendwann einlösen. So wie wenn ihr irgendwo einkaufen geht, zum Beispiel bei DM oder so, da sammle ich auch Punkte, ne? Und dann kann ich die irgendwann einlösen oder ich kann damit bezahlen. Und hier bei Young Living kann man eben auch dann mit seinen Punkten bezahlen quasi und bezahlt dann nur den Versand, nur die Versandkosten. Ja, und dann habe ich mir mein Peace and Calming nachgeholt, weil ich das so liebe und weil ich gesehen habe, dass es das langsam ausgeht. Und Peace and Calming benutze ich gerade auch täglich, denn ich bin da so an ein paar Themen dran. Womit ich es wirklich schwer habe, so mich auszubalancieren, zu harmonisieren. Und Peace and Calming ist eine Ölemischung speziell dafür, dass man eben mehr so in diese Harmonie kommt, dass man besser sich abgrenzen kann, dass man mehr weiß, was man wirklich will. Und dass zum Beispiel im Bereich Suchtthematiken, dass man einfach so in so eine Befriedigung reinkommt, in so einen Frieden reinkommt, ne? Peace and Calming, also Ruhe und Frieden und Ruhe heißt das ja auch. Und das tut es auch, ne? Also, und dann habe ich da so einen in meiner. Nee, das ist jetzt nicht in der To-Go-Box, sondern im Rucksack drin. Ach, das ist der Deep Relief, das ist er auch nicht. Aber der hier ist es. Da habe ich ein Peace and Calming Roll-On. Ne? Und dann habe ich es gerade sehr einfach. Ich nehme den Roll-On und rolle mir davon was auf meine Handgelenke und verreibe das dann. Also auf die Pulsstellen ist ganz gut. Und wenn ich merke, da kommt so ein, ne, ich habe es gerade schwer, dann schnuppere ich daran. Steigt dann auch auf so, ne, und hilft einem einfach so ein bisschen wieder in die Ruhe zu finden. Wenn man merkt, so, jetzt wird es gerade fiebrig. Jetzt kommt gerade wieder der Wahnsinn. Ne? Die Sinne drehen durch und man kann nicht mehr klar Herr seiner Sinne sein. Dann kann man sich ihm helfen. Und auf diese Fläschchen kann man auch einen Roll-On-Aufsatz drauf machen. Man nimmt dann den Tropfer ab. Hier ist ein Tropfer halt drin, ne, der so ungefähr im Durchschnitt 90 Tropfen aus diesen Fläschchen hier rausgibt, aus den 5 Milliliter Fläschchen. Und man kann die Tropfer dann abmachen, abhebeln sozusagen und dann kann man Roll-On-Aufsätze drauf machen. Die kriegt man bei Young Living unter dem Zubehör, unter der Rubrik Zubehör, ne?
Ja, da freue ich mich sehr, dass das Peace and Calming wieder mehr im Haus ist. Denn das ist gerade täglich verwendet. Findet gerade täglich Verwendung. Ja, richtig schön. Hat man auch tolle Erfahrung bei Mobbing gemacht, dass sich da so ganze Klassen befrieden lassen konnten, wenn einer das dann getragen hat. Richtig schön. Ja, und dann habe ich mir von den Punkten mein heißgeliebtes Transformation nochmal geholt. Ich liebe Transformation. Auch das ist in der Zeit, wo man hart an Themen dran ist, sehr, sehr schön genutzt, sehr viel genutzt auch von mir. Das benutze ich halt gerne, wenn ich merke, es hilft gerade so richtig gar nichts mehr. Oder ich komme so richtig an so einen Punkt, wenn man den jetzt wenn man den transformiert, wenn man da weiterkommt, den sogenannten Knackpunkt, dann löst sich richtig was. Und dann ist man richtig geupgradet, ne? Und Transformation ist eins meiner allerliebsten ja, Arbeitsöle in dieser Hinsicht. Und es duftet einfach so enorm gut und es erfrischt auch gleichzeitig und holt dich sozusagen aus diesem Ermüdungszustand, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Widerstand hast, ne? Du hast einen inneren Widerstand, das braucht ja immense Kraft, um diesen Widerstand auch aufrechtzuerhalten. Ne? Und du bist davon dann halt auch irgendwann müde. Und dann kannst du das Transformation nehmen, ne? Dann sind das Spannungszustände überall, wenn sich das über längere Zeit eben aufgebaut hat, so ein Widerstand. Und dann kannst du halt mit Transformation einmal so einen Schub reingeben und dann zack, kommst du durch. Durchs Nadelöhr. Was plötzlich kein Nadelöhr mehr ist, sondern passt so gut durch auf einmal, ne? Ja, und dann mein heißgeliebtes Jasmin mache ich mir auch fast täglich aufs Herz. Und super krasser Herzöffner, eins der schönsten Herzöffner für mich persönlich. Jasmin ist so toll. Ja, hat am Anfang gestunken für mich. Da war mein Herz noch nicht so offen. Da gab es noch Sachen, die ich nicht akzeptieren wollte, konnte. Und dann stinkt das Öl dann auch gerne mal einem in der Nase. Aber wenn man dann trotzdem weitermacht und sagt, ja, ich möchte aber gerne doch mein Herz ganz offen haben und man möchte, ne, man kann das als Barometer auch benutzen, ja, wo stehe ich gerade? Ist auch so, manchmal riecht es nicht so, manchmal denkst du, boah, der Himmel. Und dann weißt du, aha, das ist also mein Ausgangspunkt gerade, ne? Meine Einstellung gerade. Wenn es nicht so gut riecht, weiß ich, okay, ich bin nicht wirklich ganz offen gerade. Ist auch nicht verkehrt, ist auch in Ordnung, ne? Aber dann weißt du, wo du stehst. Und es ist halt ganz toll bei den Ölen einfach. Wenn du sie riechen kannst, bist du prinzipiell so offen, bereit für Austausch. Wenn nicht, dann bist du gerade in so einer. Nee. Brauchst du gerade Abgrenzung, ne? Auch wichtig. Ist schön zu sehen auf jeden Fall. Ja, das sind diese beiden. Alles von den Punkten. Ne? Also das Transformation ist auch ein echt, und auch das Jasmin sind höherklassige vom Preis her, ne? In einer höheren Preisklasse. Und die habe ich mir alle von den Punkten holen können. Ne? Und dann hat man natürlich noch so eine Packing-List dazu, dass man nochmal gucken kann. Aha, alles klar. Und dann war es das auch schon wieder für mein Punktevideo für Juni 2022. Ja, da habe ich euch jetzt ein paar schmackhafte Informationen rüberschicken können. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Zuhören. Ich hoffe, ihr habt gut was aufgenommen, könnt gut was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat und ihr einen Mehrwert erkennen konntet, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich darüber. Und ja, abonniert mich. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann sehen wir uns bald in einem nächsten Video wieder. So, und dann wünsche ich euch, wie uns allen, eine gute Zeit, ein gutes Sein. Let there be peace among all beings of the universe. Mögen alle Wesen in allen Welten in Frieden sein.